Entschuldigung. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt nach oben gefahren, hab oben da einen Kaffee getrunken und will wieder zurückfahren. Dann macht es natürlich keinen Sinn mehr, eine Wende zu machen. Warum? Weil wenn ich jetzt Raumschutt fahre und mache eine Wende, ist es, als ob ich praktisch zwei Schritte vorlaufe und einen Schritt zurück. Das heißt also, jetzt muss die Verbindung zwischen meinen Schlägen eine Halse sein, weil die Halse lässt mich sozusagen Höhe verlieren und verbindet meine Raumschuttschläge. Wenn ich vorher meine Höhelaufschläge mit der Wende verbunden habe, muss ich meine Raumschuttschläge mit einer Halse verbinden. Das heißt also, dass natürlich jetzt bei der Halse der Bug nicht mehr zum Wind dreht, sondern dass er vom Wind wegdreht. Er dreht einmal vom Wind weg in die neue Richtung. Und das nennen wir beim Surfen oder beim Segeln Abfallen. Wenn wir vorher eine Anlaufbewegung gemacht haben, machen wir jetzt eine Abfallbewegung. Wie bringe ich das Brett schnell zum Abfallen? Was ist die Bewegung, Pauline? Mit dem Master. Ja, nein. Das war, warum bin ich nicht zufrieden mit dem Mast nach vorne? Also ihr müsst es so sehen, beim Windsurfen ist eure Bewegung nicht auf der Längsachse vom Brett. Das ist falsch. Also anlufen, abfallen ist nicht auf der Mittelachse. Sondern, wie oft habe ich euch gepredigt, ihr sollt beim Windsurfen mit 45 Grad stehen. Anlufen, abfallen ist auf einer Achse, die vor eurer Nase ist. Also das heißt, Anlufen ist eigentlich nach hinten und nach Lee, weil ihr könnt ja beim Anlufen nicht das Segel an euch so vorbeiziehen, sondern es ist effektiv nach hinten und nach Lee. Und Abfallen ist nach vorne, aber auch nach Luv. Das ist wichtig, vor Luv. Also du tust 100 Mal effektiver abfallen, wenn du zum Wind und nach vorne neigst, als wenn du nur nach vorne neigst. Okay? Und das ist extrem wichtig, weil diese extreme Bewegung von dem Segel. Ich drehe mich jetzt mal ein bisschen, weil ich bin jetzt im Wind so ein bisschen falsch, weil der Wind kommt ja eigentlich von Norden. So. Also wenn ich jetzt und zum Abfallen muss ich aber etwas machen, das ist extrem wichtig. Rosalie, was muss ich denn machen, was so wichtig ist? Nach hinten laufen vielleicht auf dem Brett. Okay, sagen wir mal, das nach hinten laufen zum Brett macht natürlich Sinn. Aber wie kann ich denn nach hinten laufen und das Segel nach vorne kriegen? Das macht ja keinen Sinn, weil wenn ich das Segel in der Hand habe und ich laufe nach hinten, dann kriege ich das Segel ja gar nicht nach vorne. Arme strecken. Okay, ich kann die Arme strecken, aber irgendwie weiter nach hinten greifen an der Gabel. Aha, siehst du, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Das ist nämlich das A und O bei der Halse, dass du mit den Händen wahnsinnig weit nach hinten greifen musst. Also weiter nach hinten als beim normalen Surfen. Oder zumindest mindestens mal mit der Hinterhand, aber auf keinen Fall nach vorne greifen. Weil du kannst, wie wir gesagt haben, nicht den Drehmoment bekommen, wenn du die Hände auf einer Seite nach vorne fährst und auf der anderen Seite nach hinten läufst. Und das ist einer der häufigen Fehler bei der Leichtwindhalse, dass die Leute nicht checken, dass sie wirklich den Masten extrem weit nach außen bekommen wollen und mit den Füßen so weit wie möglich nach hinten kommen. Weil das nach hinten kommen hat zwei Vorteile. Erstens mal hast du einen viel längeren Hebel zu dem Segel, was Druck produziert. Und zweitens dreht das Brett so art wie auf einem Teller. Dadurch, dass du es auf dem Heck belastest, dreht es auch sehr schnell. Bretter, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehen würde, wenn wenig Wind ist, mache ich einen Radius von 30 Metern. Wenn ich mich hier hinstelle, mache ich einen Radius von 10 Metern. Wenn ich mich hier hinstelle, mache ich einen Radius von 2 Metern. Das heißt, aber alles, was Vorteile hat, auch Nachteile. Desto weiter ich hinterlaufe, desto schneller muss ich dann natürlich, wenn das Brett auf den neuen Bug dreht, auch wieder nach vorne laufen. Wenn ich natürlich hinten stehen bleibe und einschlafe, dann ist es natürlich dann auch nicht mehr gut. Das heißt also ich tue es jetzt nochmal ein bisschen, wer zieht mich mal kurz nach Lee? Der Paul. Also wie gesagt, das sieht dann so aus. Pass mal, eine Sekunde noch, bevor du mich ziehst. Das habe ich gestern auch der Paula gesagt, mit den Füßen. Wir haben ja gesagt, also wenn du hinten stehst, wenn du gut stehst, hast du so ungefähr so eine Entenwatschposition, ne? Aber diese Entenwatschposition, die müsst ihr schon vorprogrammieren. Das heißt, wenn du jetzt beim Fahren bist und du fängst an abzufallen, muss dieser Fuß, der ja normalerweise jetzt hier irgendwo im Mittelbereich steht, der muss schon so stehen,
dass er sich darauf vorbereitet, dass sein Bruder sich neben ihn stellt. Weil wenn er jetzt hier stehen bleibt, dann tut er sozusagen, steht er euch selber im Weg. Ihr müsst den hinteren Fuß so platzieren, dass ihr dann einfach blind nach hinten kommt und wisst, dass der Platz schon da ist für den zweiten Fuß. Und deshalb wird der erste Fuß beim Einleiten der Halse leicht auf die Kante gesetzt, der zweite Fuß nebengesetzt und diese Abfallbewegung gemacht und in die Hocke gehen. Und jetzt, okay, jetzt mach mal noch ein bisschen, okay, jetzt mach mal Halt. Jetzt sind wir hier auf Vorwind. Das heißt, wir haben jetzt die halbe Halse gemacht. Jetzt nur noch einmal, jetzt müsst ihr euch auf den Fußwechsel vorbereiten. Dieser Fuß kommt nach vorne neben den Mastfuß. Okay, jetzt mach mal. Das Brett dreht, dadurch, dass das Rigg so weit außen ist, Handrutsch zu Masten, Segel wird geschiftet, Segel wird nach vorne gezogen und die Halse ist fertig. Okay, also wichtig die Passagen hier, abfallen, mit Druck im Segel, auf das Heck kommen, geduldig warten, dass das Brett über die Vorwind hinauskommt, neuer Fuß nach vorne setzen, Segel shiften. Den häufigsten Fehler, den ich beim Segelschiften sehe, den habe ich gestern zum Beispiel auch bei der Marion gesehen, die gerade kommt, den machen viele. Wer war das nochmal? Die Marion, die kommt gerade, kann ich dir sagen. Ist noch weit weg. Also eines der häufigsten Fehler beim Shiften ist dieser. Was habe ich falsch gemacht? Hand am Mast. Hand vor zum Mast. Genau, pass mal auf, wenn ich jetzt wirklich so das Segel shifte, pass mal auf, wo mein Segel hingeht. Auf mich? Genau. Warum? Weil schaut mal. Ach, das ist der Bader nur. Das ist wie so ein Scharnier. Wo ist der wenn, am Mast viel zu weit hin? Nein. Nein, der Arm ist gestreckt. Der Arm muss komplett zum Anschlag an die Gabel, bevor diese Hand loslässt. Wenn die Hand nicht dahin gerutscht ist, alles andere ist weggeworfen, Halse. So holt keiner, weil der Segeldrehpunkt ist so weit von euch entfernt, dass ihr den Segel gar nicht mehr wiederholen könnt. Du darfst den Arm auch nicht strecken. Während euer Ziel ist es, hier den Drehpunkt ganz nah an euch, ihr lasst los und schau mal, ich kann das Segel sofort nach Vorluft ziehen, in dieser Position, die ich vorhin gesagt habe, wo das Segel von alleine schwebt und ich brauche es mir nur noch zu holen. Und deshalb ist es so wichtig, dass beim Segelschiften ihr nicht wie die Marion macht und sie vergisst, die Hand zum Anschlag zu fahren, sondern ihr müsst ganz bis hierhin und dann könnt ihr das Segel loslassen. Das Segel rotiert ganz nah euch dran. Ihr zieht es an euch wieder vorbei, weil so ist das Segel schon in Vorlauf und zack, weiter geht's. Okay? Also nochmal zum Wiederholen, nochmal ganz schnell Durchlauf. Also ich bringe die Hand nach hinten, ich falle ab, ich komme nach hinten, ich warte geduldig bis auf Vorwind, ich komme mit dem Fuß nach vorne, Brett ist auf dem neuen Raum, ich bringe die Hand zum Masten, ich schiebe den Segel vor, die Halse ist fertig. Mehr ist es nicht. Ich habe ja schon bei euch ganz gute Ansätze gesehen gestern, aber bei einigen Sachen, da wurde mir echt übel. Also, aber okay. Das ist. Ne? Also. Zucker und Beine. Genau. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja. Lass die mal selber machen. Was mache ich, wenn ich bei viel Wind eine Halse machen möchte, aber mir das Segel nicht aus der Hand gerissen werden soll? Okay, also es gibt dann ein Problem. Und zwar, das Problem ist, wenn der Wind zunimmt und man tendenziell ins Gleiten kommt, wird es schwierig, eine Leichtwindhalse zu machen, weil das, wie der Name sagt, ist eine Leichtwindhalse. Dann müsste man ja theoretisch übergehen in die Powerhalse. Die Powerhalse ist ja die Halse, die ja von dem jeder Windsurfer nachts feuchte Träume hat, die ganz wenige beherrschen, ist die durchgeglittene Halse. 80% meiner Camps gehen um die durchgeglittene Halse, weil das ist wirklich das Ziel eines jeden Windsurfers, einmal eine Halse komplett durchzugleiten. Und das kann man aber nur machen, wenn man zum Beispiel als Basis die Leichtwindhalse hat. Die Leichtwindhalse ist ein erster Step, dass man später die Powerhalse kann. Warum? Weil, wie gesagt, nicht jeder die Powerhalse natürlich auf Anhieb durchgleitet, aber man kann den ersten Teil durchgleiten und wenn das Brett aufhört zu gleiten, kann man sie immer noch als Leichtwindhalse fertig fahren. Das heißt also, man beruft sich noch auf die Kenntnis von der Leichtwindhalse, um die Halse fertig zu fahren. Weil wann erkennt man, ob das Brett im Gleiten ist oder nicht im Gleiten, Rosalie? Echt? Okay. Ja, wann denn?
wenn das Brett weiter aus dem Wasser rauskommt, also wenn vorne... Ja, also es gibt einen Unterschied, da merkt man das sofort. Wenn das Brett anfängt, auf Kantendruck zu reagieren, ist es im Gleiten. Ich, das genau das gleiche Beispiel mache ich immer mit dem Skateboard. Ich meine, jeder von euch hat sich ja mal auf ein Skateboard draufgestellt. Nee. Wenn das Skateboard steht, dann kannst du so viel rumwippen, wie du willst, dann bleibst du einfach da stehen. Sobald das Skateboard rollt, das ist genau, wenn es rollt, wo du das Gewicht hinbringst beim Skateboard, da geht das Ding hin. Und das ist das Schöne, aber auch das Blöde beim Windsurfbrett. Wenn du mal im Gleiten bist, reagiert das auf Kantendruck. Und das ist der Grund, warum bei euch, bei den meisten, wenn ihr gleiten lernt, das Brett immer nach Luft zieht. Weil ihr es gewöhnt seid, einfach schnarchend auf der Luftkante rumzustehen und plötzlich nimmt das Ding Fahrt auf und ihr seid es noch nicht gewöhnt, euer Gewicht zu neutralisieren, weil ihr mit dem vorderen Fuß in der Schaufel steht, habt ihr eh schon Gewicht auf der Luftkante und sobald das Brett spürt, es wird schnell und ihr habt Druck auf der Luftkante, sagt das Brett, ja danke, ich ziehe nach Luft, weil ihr ihm das so sagt. Und da habe ich in diesen Tagen öfters die Diskussion gehabt mit Pauline und Dings. Ja, warum luft das Brett denn an? Weil du das Brett, dein Ziel ist es beim Angleiten, dass du das Brett flach hältst. Du musst, wenn du Gewicht auf den vorderen Fuß gibst, mit dem hinteren Fuß das ausgleichen. Und wenn du ein Gefühl hast, dass das Brett in dem Moment stabil ist, dann nimmst du dir eine Sekunde die Konzentration und machst den zweiten Fuß rein. Okay? Und auch das kann nur gemacht werden, wenn man eine richtige Technik hat, das Trapez zu benutzen. Weil das Trapez, was ja in den 70er Jahren wurde ja ohne Trapez gefahren, die Erfindung vom Trapez ist nicht nur, dass man seine Arme entlastet, sondern das Trapez gehört zu einer Technik, man kann eigentlich gar nicht gleiten ohne Trapez, weil du den Körper sozusagen, du entlastest Teile vom Board, die im Trapez drin hängen, damit du das Board richtig ins Fahren kriegst. Und das kannst du ohne Trapez, da kannst du der stärkste Mann der Welt sein. Keiner kann länger als 10 Minuten ohne Trapez fahren, dann bist du tot, weil das einfach mit Technik zu tun hat. Du musst das Trapez nutzen, um das Board maximal auszunutzen, damit es früher ins Gleiten kommt, damit du bestimmte Bewegungen machen kannst. Und deshalb müsste man eigentlich, wenn man den ersten Fuß reingetan hat, richtig schön am Trapez hängen, dass man den zweiten Fuß sozusagen frei hat und dann ganz kurz in die Schlaufe reinstecken kann. Okay, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir wissen, wie man gleitet und wir wissen also dadurch auch, dass wir jetzt das Brett mit Kantensteuerung in die Kurve reinbringen. Das bedeutet also, Pauline, wenn ich jetzt das Brett in die Halse bringen will, muss ich auf die Luftkante oder auf die Lehkante drücken? Nee. Bravo, das kann man, wie ist der Kanone, genau, auf die Lehkante, ist ja klar, ne? Okay, das heißt also, ich bin im Gleiten, ich hänge mich aus, ich halte das Segel in einer zuhenden Position. Ah, eine Sache ist ganz wichtig, weil da hat mich echt, das hat ein, weil ist ja klar, jeder hat natürlich dann irgendwie Zweifel. Es ist natürlich klar, dass wenn ihr in die Powerhalse geht, nicht mit dem Segel abgefallen wird. Das Segel bleibt in der Position, wo ihr seid. Weil das war ja auch eine Frage, die mich viele gefragt haben, warum luft das Brett eigentlich nicht an, wenn ihr einen seht, der voll im Gleiten das Segel nach hinten hat? Weil theoretisch müsst ihr ja das Brett anlufen, weil du das Segel ja nach hinten hast. Wer hat denn da eine Antwort für? Wenn man dann drückt auf die Lehkante macht. Nee, eigentlich nicht. Wenn man da ja dann mit den Füßen und dem Gewicht nur steuert und das Segel gar kein... Ja, sagen wir mal, also wenn ihr nicht im Gleiten seid, ist euer Segel ja praktisch euer Motor und euer Steuer. Ne? Das ist also, weil ihr wisst ja, beim Nicht-Gleiten, dadurch und weil dieses kleine Dingelchen, was hier unten ist, das ist eigentlich die Erfindung vom Windsurfbrett. Damals, als der Hoyle, der Schweizer und der Jim Drake in den 70er Jahren in Kalifornien das Patent hinterlegt haben, haben sie nicht das Windsurfbrett patentiert, sondern sie haben nur dieses Teil patentiert, was damals noch gar nicht war. Weil ein Segelboot hat das Segel fix im Board stecken und die haben ein Ruder. Und die haben sich einfach gedacht, Mann, es muss doch irgendwie eine Art geben, dass wir ein kleines Finchen haben und, also okay, das Schwert, weil sie halt nicht abreiben wollen, aber es muss doch eine Art zu geben, zu steuern, ohne dass ich ein Ruder habe. Das muss ich doch irgendwie mit der Hand machen können. Und dann haben sie herausgestellt, dass wenn du den Segeldruckpunkt bewegst, sich das Brett bewegt. Also wenn du den Segeldruckpunkt nach hinten neigst, das Brett nach Luft geht. Und wenn du den Segeldruckpunkt nach vorne neigst, das Brett nach Lee geht. Und das ist eigentlich die Erfindung vom Windsurfbrett. Und deshalb ist geil, aber du kannst das Brett überall hin bewegen, wo du willst. Nur wegen diesem Massfuß.
der das Segel bewegen lässt. Weil wenn jetzt theoretisch das Segel hier in das Bett rein betoniert wäre, dann bräuchte ich irgendwas, um zu steuern. Okay. Und so wissen wir also, dass wir nicht dem Gleiten sozusagen abfallen, anrufen, Segel aufführen, Segel zumachen und so kontrollieren wir das Segel. Wenn wir aber jetzt plötzlich im Gleiten sind, wird das Segel einfach, es wird zu unserem Motor, aber ist nicht mehr unser Steuer. Das hat so ein bisschen, wie kann man das vergleichen? Der Flugzeugflügel, solange er auf der Rollbahn ist, hat er eigentlich keinen Einfluss, weil der Flieger noch nicht schnell genug ist. Wenn er aber mal hochgezogen wird und kommt ins Fliegen, dann kommt diese Strömung, Luft-Lee-Strömung, die sich ausbalancieren. Und das ist genau beim Rick genau das Gleiche. Das ist im Endeffekt ja ein aerodynamischer Flügel und der findet sozusagen sein Luft-Lee-Gleichgewicht. Und aus diesem Grund ist er dann, wenn er nach hinten gezogen wird, in der Position, wofür er designt wurde. Und aus diesem Grund ist es nur noch der Motor und er reagiert nicht mehr auf die Steuerung, sondern die Steuerung kommt dann nur noch von den Füßen. Die Steuerung kann nur noch über die Füße gemacht werden. Das heißt ganz einfach gesagt, nur noch über Fersen- oder Fußsteuerung. Also, weil ihr wisst, wenn ihr da steht, wenn ihr auf die Fersen drückt, kommt das Brett nach Luft. Wenn ihr auf die Fußballen drückt, geht das Brett nach Lee. Und deshalb wird bei der Powerhalse natürlich mit dem hinteren Fuß auf die Lee-Kante gedrückt, damit wir diese Rotation nach Lee bekommen. Bitte, Paul. So, und wenn ihr jetzt hier, halt mal an, aus dem Gleiten rauskommt, kein Problem, da könnt ihr immer noch die Halse, ihr kommt eine Sekunde zurück, zieht mal noch, bringt den neuen Fuß vor und könnt immer noch die Halse wie eine ganz normale alte Leichtwindhalse fertig fahren. Das ist so eine Step-by-Step-Sache mit der Powerhalse. Ich glaube, die Frage ist, wie man das dann halten kann, wenn da voll Wind reinkommt und man hinten auf dem Brett steht. Ja, also der Paradox ist ja, weil du das noch nicht gespürt hast, der zum ersten Mal ins Gleiten kommt, sagt sich, boah, weißt du was? Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass das Segel viel zu klein war. Ich hatte irgendwie gar keinen Druck mehr. Weil, das ist ja das Tolle, weil, habt ihr euch jemals gefragt, warum, was weiß ich, zum Beispiel, als ich 2017 in Namibia im Kanal gefahren bin, bin ich bei 50 Knoten und 5,5 Segel gefahren. Weil, desto schneller du wirst, desto weniger Druck erzeugst du im Segel. Warum? Weil du beim Fahren hast du zwei Winde. Der erste Wind ist der Wind, den es effektiv gibt. Also der, wenn du dich an Land stellst, der dir die Haare bewegt, der, wenn du den Windmesser nimmst, die 2, 3, 4, was immer Windstärken. Wenn du dann aber mal anfängst zu fahren, kommt ein zweiter Wind dazu. Und dieser zweite Wind ist der Wind, den ihr kennt, wenn du zum Beispiel mit dem Moped oder mit dem Fahrrad fährst, der dir dein Haar wuschig macht. Das ist aber kein wirklicher Wind, sondern das ist ein Fahrtwind. Und den Fahrtwind haben wir ja, weil wenn du mit 50 km/h fährst, hast du ja auch noch 50 km/h Fahrtwind. Das heißt also, dass du praktisch beim Fahren eine Komponente plötzlich aus diesen zwei Winden hast. Du hast den Rellenwind und den Fahrtwind. Wenn ihr so ein bisschen in der Schule Vektoren gemacht habt, hast du also fast mehr oder weniger einen Wind, der so von 45 Grad kommt. Du hast nicht mehr den Wind, der so kommt wirklich, weil die beiden Winde mischen sich und du hast effektiv so einen Wind, der so wie das Segel auch steht, in diesen Winkel dann halt in das Segel reingeht und wieder rausgeht. Und das ist der Grund, warum, wenn du schneller wirst, wird diese Komponente Fahrwind größer. Das heißt, der Vektor von vorne wächst. Und dadurch, dass der Vektor von vorne wächst, drückt er immer mehr diesen Vektor von dem Rellenwind aus dem Segel raus. Das heißt, desto schneller du wirst, desto weniger Druck hast du im Segel, weil der Vektor von vorne wirkt. Und deshalb ist der Paradox, wenn du ganz schnell wenig Druck im Segel haben willst, steigst du in die Schlaufe ein, machst das Segel zu und du fährst 10 Meter und du hast keinen Druck mehr im Segel. Weil sich plötzlich das Segel stabilisiert hat, der Vektor von vorne gewachsen ist und du keinen Druck mehr hast. Kein Mensch auf der Welt kann bei 5 Windstärken und 5 Quadratmeter Segel an Land versuchen zu halten und zuzuziehen. Weil das ist einfach unmöglich, weil der Druck einfach immens ist. Aber sobald du aufs Brett draufsteigst, du hast einen fahrbaren Untersatz und du machst das Segel zu und du hast die Füße in den Schlaufen, ist nach 3 Sekunden plötzlich kannst du eine Tüte Popcorn essen, kannst der Nase popeln, alles, weil du im Trapez eingehängt bist und das Segel hat keinen Druck mehr und alles ist toll. Theoretisch. Theoretisch, ja. Theoretisch, weil, was für ein Problem haben wir? Der Wind ist leider nie konstant und nie, also weder in seiner Richtung noch in seiner Stärke. Den konstanten Wind gibt es nicht. Der Wind ist halt ein Wind, weil er immer mal
rauf und runter geht. Es gibt Spots, zum Beispiel bestimmte Thermik-Spots, die haben relativ konstanten Wind, aber du hast immer eine Min-Max-Range, wo der Wind drin spielt. Und du hast auch immer eine, das haben wir in Porto Polo auch oft gesehen, du hast auch immer den Wind, der in seinen Winkel dreht. Also du hast, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ihr wisst ja, die Windrose ist ja auf 360 Grad ausgestellt. Die letzten Tage hatten wir meistens Winde, die nennt man aus dem ersten Sektor, also Ostwinde. Also wir hatten meistens 45 Grad zum Nord. Und du kannst also sehr oft Schwankungen haben, auch von locker 15, 20 Grad vom Wind. Also er kann locker mal von 45 auf 25, von 45 auf 65 drehen, weil wie gesagt halt der Wind manchmal ein bisschen mehr da durch den Hügel zieht, ein bisschen mehr da, und deshalb haben wir sehr viel Variablen im Wind. Aber das ist halt so, und deshalb gibt es eigentlich den perfekten, konstanten, super tollen Wind nicht, und das aus diesem Grund muss man beim Windsurfen immer auf der Hut sein, immer auf das Wasser schauen, immer sehen, was passiert im Luv, kommt eine starke Böe, kommt ein Windloch, kommt ein Winddreher, kommt, und das sind natürlich Sachen, die man, oh ja, das wäre natürlich toll, und das sind natürlich Sachen, die kann man nicht von in 5 Minuten lernen. Das sind Sachen, da braucht man Erfahrung für. Zu unseren Wingern komme ich noch. Die haben es auf ihrem eigenen Leib erlebt, weil sie noch nie was mit Wind zu tun gehabt haben. Und aus diesem Grund, das macht es noch härter, weil es braucht Jahre Erfahrung, bevor man wirklich auf dem Wasser hundertprozentig interpretieren kann, was passiert. Hm? Danke, Nico. Ne? Okay. Ich will euch jetzt mal nicht zu viel Infos geben. Wir können jetzt gleich nochmal individuell, wenn ihr wollt, nochmal Wände, wer will die Wände machen, wer will die Halse machen, können wir jetzt gleich zusammen nochmal machen. Wenn ihr individuelle Fragen habt, ich könnte jetzt noch Stunden euch was erzählen, aber vielleicht dürfen wir noch einmal kurz die Aber ich gebe euch noch, genau, aber ich gebe euch noch einen Tipp, und das ist ganz wichtig. Das zählt aber zu, das ist bei jeder Sportart so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wo ist der Nico, an heute Morgen denke, ich habe mit Nico, machen wir immer romantisches Frühstück auf der Terrasse, Nico nicht, weil die Töchter schlafen meistens noch. Und wenn ich jetzt denke, was ich heute Morgen gegessen habe, kann ich mir das Bild nicht genau vorstellen. Ich weiß genau, was von mir gelingen hat. Aber sorry Nico, wenn ich mich daran erinnern muss, über was wir geredet haben, habe ich keinen blassen Schimmer mehr. Das heißt, unser Gehirn tut speichert im Laufe des Tages wahnsinnig viele Bilder, die meistens dann, was weiß ich, abends irgendwann resettet werden. Aber das menschliche Gehirn tut tendenziell sehr wenig Wörter speichern. Das heißt also, ich kann euch wirklich vom Wolf erzählen, von morgens bis abends, aber heute Abend, wenn ihr ins Bett geht, habt ihr höchstwahrscheinlich das meiste vergessen. Damit will ich euch sagen, dass ihr euch daran gewöhnen sollt, Bilder im Kopf zu haben. Das heißt also, es ist kein Charme dabei, wenn wir hier mal fertig sind, auch wenn wir jetzt nochmal probiert haben, dass du dich selber hier hinstellst und versuchst, den Ablauf in deinem Kopf abzuspielen. Weil wenn du den nicht in deinem Kopf hast, von alleine, wie soll es auf dem Wasser? Du bist aufgeregt, du bist, weißt du, dann schaffst du das nie, das hervorzurufen. Ich meine, schau dir mal an, zum Beispiel, ihr kennt's ja, jeder Skifahrer, nachdem er die Besichtigung gemacht hat, bevor er am Skate geht, stehen sie alle da, wenn sie so aufnehmen, weißt du, Zuneaugen und so, weil er genau weiß, wo jedes Tor ist. Dass er dann Scheiße baut, das ist ein anderes Ding, aber er hat's zumindest im Kopf. Er weiß, ach ja, Scheiße, da kommt der Hügel, da muss ich gleich, und weil sie das im Kopf alles abspielen. Oder schau dir mal, was weiß ich, ein Roger Federer an, der hat in seinem Leben 1000 Millionen Mal eine Rückhand gemacht, und wenn er Rückhand verschlägt, fragt er den Balljungen um den Ball und macht nochmal die Rückhand, um sich einfach noch einmal den Ablauf, weil er den Ablauf immer wieder abruft, und das ist beim Windsurfen genauso. Da muss man wirklich für den Ablauf im Kopf drin haben. Du musst wirklich mal die Augen zumachen und dir denken, okay, also was hat der Roberto gesagt? Hand zurück, okay. Ah, der Fuß hinten muss auf die Legkante, damit er für den zweiten Fuß Platz macht. Vorderarm durchstrecken, hinten anziehen, okay, bisschen warten, auf Vorwind dann, zack, zweite, weißt du, das muss im Kopf drin sein, sonst hat es keinen Sinn, ne? Das nur so nebenbei. Und du wolltest noch mal kurz die Powerhalse. Also die Powerhalse ist natürlich ein super schwarzes Schaf, ne? Also das ist dabei, man bei der Powerhalse, ach, ich sag mal, mindestens 10, 15 Fehler machen kann. Ne? 10 Worte. Ja, sagen wir mal 10. Also es können auch 15 sein, aber wir fangen schon mal mit den... Ich helfe gerne bei deinen 10 Fehler. Genau, also die 10 Fehler sind schon mal. Also, die Hand,
nicht nach hinten gebracht. Hand nach hinten ist so wichtig, zählt bei jeder Halse. A, mehr Hebel. B, mehr Gleichgewicht. Denk an den Drahtseilläufer, der würde nie den Barren so halten, er hält ihn sehr weit auseinander, weil er dadurch viel mehr Gleichgewicht hat. Also gleiches Tag beim Windsurfen. Extrem wichtig, Segel muss zu betoniert sein. Offenes Segel heißt offene Tür, ich falle in die Tür rein. Also alles, was offen ist und offenes Segel, ich fahre mit dem Segel mit 5 Quadratmetern gegen den Wind. Das ist eingeladenes Parken vom Board, weil du sozusagen eine Tür gegen den Wind schiebst. Während wenn du zu bleibst, du aerodynamisch bleibst, okay? Was die Füße angeht, hinterer Fuß falsch gesetzt. Zu weit hinten, zu weit vorne, Winkel. Der muss parallel, wie beim Skifahren, auf der Legkante zwischen vorderen und hinteren Schlaufen stehen. Wichtig ist, du musst auf jeden Fall in die Knie gehen. Dein Körperschwerpunkt muss weit unten sein. Ein niedriger Körperschwerpunkt. Paul, komm mal her. Paul, komm mal her. Okay, zieh mich mal fester. Was ist meine erste Reaktion, wenn was zieht? Ich komme nach unten. Mit niedrigem Schwerpunkt habe ich viel weniger Chancen, nach vorne gezogen zu werden. Deshalb predige ich euch auch immer bei der Leichtwindhalse, egal welches Manöver, kommt nach unten. Körperschwerpunkt nach unten gibt immer mehr Sicherheit und ihr habt mehr Power dem Segel gegenüber. Deshalb wichtig, in die Hocke kommen, auf die Legkante drücken. Ein Synonym dafür, dass ihr alles richtig macht, ist die vordere gehobene Ferse. Weil wenn du hinten drückst und das Gewicht nach vorne hältst, kommt die Ferse automatisch hoch. Das ist allein schon so, wenn ich dir jetzt sage, stell dich mal hin und drück mal vorne auf die Ferse. Wenn du richtig drückst, kommt automatisch die Ferse hoch. Okay, das Brett dreht bis auf Vorwind, alles bleibt gleich. In dieser Position hier, das ist die Schlüsselstelle bei der Powerhalse, muss das Segel geöffnet werden. Der Fuß dreht raus, ersetzt den Standfuß von vorhin. Ihr kommt nach vorne. Brett ist auf neuer Raum, Hand rutscht zum Gabelbaum, Segel wird geschiftet, nach Vorluft gezogen, ihr hängt euch ins Trapez ein, steigt in die Schlaufe ein und gleitet munter weiter. Was ist denn der beste Parameter, dass der Arsch nicht hinten hängt, die Rücklage? Was ist eure Kontrolle, dass der Hintern nicht hinten hängt? Fersen heben. Vom vorderen Fuß die Ferse heben. Genau, das habe ich Kanten, gesagt. Ne? Wenn die Ferse oben ist. Es muss vorne schön angehoben sein. Also wann ich was mache. Also ich gleite dann immer schön rein und dann stehe ich irgendwann im Schiff. Ja, man muss also. Das Timing ist eine gute Frage. Also eigentlich müsste man auf Vorwind anfangen, die Füße zu wechseln. Also weil du dann sozusagen beim Wechsel dann auf der Raum bist und das ist ja eigentlich schon der Moment, wo du die Halse fast beenden kannst auf den neuen Raum oder Halbwind. Ja. Aber meistens 10 bis 3 und dann wechseln die Füße. Ja, und das Schiffen als allerletztes. Es wird nicht geschiftet, bevor du nicht mit den Füßen safe in der neuen Position stehst. Alles dann als allerletztes wird das Segel geschiftet. Schiften allerletztes. Bei der Powerhalse. Kannst du gar Schotthorn voraus erstmal stehen bleiben. Wie bitte? Das gleitet dann beim Schiften weiter. Gleitet beim Schiften weiter. So, jetzt machen wir 1 Minute Trinkpause.